Die Regierung hat den Leiter des Amtes für Gesundheit beauftragt, mit Gesundheitsförderung Schweiz einen Zusammenarbeitsvertrag betreffend die Verbreitung und Vermarktung des Labels Friendly Workspace zu unterzeichnen. Das Label ist für ein Unternehmen ein Gütesiegel für ein systematisch umgesetztes betriebliches Gesundheitsmanagement. Friendly Workspace ist ein Label, das Unternehmen können erlangen können, wenn sie gute Gesundheitsförderung im Betrieb machen. Die Regierung hat sich ja bekanntlich schon seit mehreren Jahren im Bereich von Gesundheitsförderung und Prävention gefragt, wie man in dem Bereich Projekte oder Ansätze unterstützen kann. Und im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement haben wir ja jetzt mit dem Beitritt zum Forum BGM Ostschweiz einen ersten Schritt gesetzt. Zum Label, das Friendly Workspace ist ein Label, wo ein Gütesiegel ist für ein Unternehmen, dass es eben Gesundheitsmanagement hat und auch unterhaltet. Die ersten Kontakte haben bereits ganz schon 2010 zurück. Das Label wird ja von der Organisation Gesundheitsförderung Schweiz gedreht, wo ein sehr kompetenter Partner ist. Und wir haben uns entschieden, da mitzumachen, zu müssen, einer Unternehmung einfach die Möglichkeit geben, wenn sie es denn wollen, es ist freiwillig, das Label zu erlangen. Weil ich denke, die Unternehmer müssen natürlich eigentlich interessiert sind, dass ihre Mitarbeiter gesund sind und gesund bleiben. Also sie haben ganz schlicht ein reiner betriebswirtschaftliches Interesse auf der anderen Seite, dass sie möglichst wenig Fehlzeiten, möglichst wenig Absenzen haben. Engagierte und leistungsfähige Mitarbeiter und für die Mitarbeiter auf der anderen Seite ist natürlich sehr vom Vorteil, wenn sie gesund bleiben und sich wohlfühlen und das auch am Arbeitsplatz. Das Unternehmen muss eine Reihe von Kriterien erfüllen und zu diesen Kriterien gehört zum Beispiel, dass jemand im Unternehmen zuständig ist für das Thema Gesundheit und wo alle Massnahmen plant und evaluiert. Und wenn die Kriterien erfüllt sind, dann kann man sich anmelden und es kommen dann externe Assessoren in den Betrieb und kann überprüfen, ob das wirklich der Fall ist.